10. Ja, so 7 Punkte hätte ich jetzt für das Schloss von Abelmir angesetzt, weil so stark muss das nicht sichern. Abelmir, du öffnest die Truhe, greifst nach der Flasche und während du sie auch zeigst und dann rüberschiebst, die ist doch zu leicht, oder? Und dann steht eine leere Flasche Bosporania vor. Wer war das? Wer hat meine letzte Flasche Bosporania ausgetrunken? Ich dachte immer, du trinkst den, ey. Bruder, Schwester, das ist der neueste Klatsch. Warum geht der an meine Kiste? Ich brauchte welchen und du hattest welchen und du trinkst den nie. Wozu brauchst du Bosporania? Verdammt nochmal. Aber mir, weil du es da nicht verstehen scheinst, zum Trinken. Dafür ist er da. Weiß ich zinsamt und stell die Flasche zähneknirschend auf den Tisch. Vielleicht ein andermal habe ich ein besseres Geschenk für euch. Wir haben allerdings noch eine Flasche von dem, ihr wisst schon, von dem, den wir geborgen haben. Ich weiß nicht mehr so. Reisschnaps? Genau. Ja. Also gut. Wir haben die neuesten Klatsch ausgetauscht und ihr seid keine Feinde des freien Sinodas. Betrachtet uns doch viel eher als Freunde. Nun, ihr seid immer noch Garetias und Fremdigis. Vielleicht keine Hafaias, aber unsere Jagd führt uns nun weiter. Na dann. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Lali. Es wird der Tag kommen, an dem wir nach euch rufen. Und wir werden antworten. Gut, dann, ich bin mir sicher, Avelmir. Du bringst die Frau nach oben, ich werde die Küche aufsuchen müssen. Und lass die Hände von meiner Truhe. Ja, sie geht nach draußen und brüllt dann umher. Hey, Frumold, Elgoran, Endigian, habt ihr schon gehört? Bruderschwester Kapitän Abelmir wird bestohlen von Bruderschwester Jalan. Sie haben gestohlen Wein und ja, so rennt sie dann eben über Schiff und verbreitet den neuesten Klatsch, wie ihr euch gegenseitig bestiehlt. Bestohlen ist so ein hartes Wort. Kapitän, ich kann einen Schnappmechanismus empfehlen. Das bricht zumindest mal die Finger, wenn da jemand rangehen geht, der nicht rangehen sollte. Ich werde mir etwas überlegen. Kapitän, ich kann loyale Männer empfehlen, die beklauen euch nicht. Alarm Fahner. Also, ich hätte eine Frage zu dem Schnappmechanismus. Wenn er mit seiner Prothesenhand da rangeht, ist das dann überhaupt sinnvoll? Ja, deswegen hat man ja loyale Männer, Boltax. Ja, das verstehe ich schon. Oder ein Eisbärennabel mir. Ich dachte, dass das jetzt nicht nötig wäre. Nun, es tut mir sehr leid, Abel mir. Ich wusste nicht, dass er eure Truhe aufgebrochen hat, aber der Bosporania war wirklich ganz vorzüglich. Natürlich, es war meine letzte und beste Flasche. Wie gesagt, das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid. Ich gebe euch nicht die Schuld, sondern Jalan. Bei mir, ich habe noch ein kleines Schlückchen Stollenkeulen. Ich würde es euch... Ferner mit... Das ist fast das Schlimme als dieses malskanische Gebräu. Es war hart zu trinken, aber Stollenkeulen ist doch im Vergleich dazu butterweich. Ja, also dieses maraskanische Zeug ist ja wirklich schrecklich. Also meine Güte. Ja. Entschuldigung, darf ich stören? Tut ihr bereits. Ja, ihr könnt sehen, wie euer Board Magister Iro Gnaden Ethelios hereintritt und er dann besorgt in Richtung von Abelmir schaut. Was ist? Nun, mir sind einige Beschwerden zu Ohren gekommen, die ich gerne an euch weitertragen möchte. Und zwar wurde, während ich die Leute gemeinsam mit Netia von Pericum untersucht hatte, festgestellt, dass wohl einige Männer über, Schmerzen klagen. Und zwar nicht ihre gebrochenen Gliedmaßen, die sich beim Sturm zugezogen haben, sondern über weitere Dinge, die in ihrem Kopf stattfanden. Und nachdem ich etwas ratlos war und zunächst auf die Seele schloss, sagten sie, dass es sich dabei wirklich um körperliche Schmerzen handelt hat, die aus ihrem Kopf kommen. Ich habe dabei herausgefunden, dass wohl in den Ohren von einigen Seeleuten Eier abgelegt waren. Ich konnte sie entfernen, aber das hat mich trotzdem sehr beunruhigt. Ich hatte bereits
mit unserem Alchemisten Kanisetianer gesprochen, weil er doch recht Hesinde bewandert ist, möchte ich meinen. Und er sagte, dass es sich dabei um Heuschrecken gehandelt haben muss. Ich hab's euch gesagt. Hab ich's euch gesagt? Ja, Boltax hatte recht. So sieht's nämlich aus. Ich würde euch, dann war das gerne, wohl das, worunter Kanisetianer selbst auch litt. Davon weiß ich nichts. Ich hatte ihn nicht untersucht, aber zumindest nicht diesbezüglich. Also, seine Ohren haben geblutet, ja, aber... So. Konntet ihr denn der Mannschaft die entsprechenden Heuschrecken entfernen? Ja. Ist ihnen wieder besser? Oh. Also ich hatte ihn untersucht und er hatte eben auch dieses Ohrenbluten, aber bei ihm hatte ich zumindest kein Ei gefunden. Das hatte ich dann nur bei den anderen Mannschaftsmitgliedern. Und deswegen wollte ich noch einmal mit euch sprechen, denn bisher wart ihr noch verhindert. Ich müsste allerdings bei euch ebenso die Untersuchung noch einmal machen. Natürlich. Ja. Bisher nur 10 Leute, aber doch schon der ein oder andere. Deswegen, ich wollte noch einmal sicher gehen. Wir sollten die Ohren der gesamten Mannschaft durchsuchen. Ja, nach und nach, das wird natürlich einige Zeit dauern, aber natürlich. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass die Stichprobe dann doch gehäuft war. So etwas sollte man nicht mal in einem Ohr finden, nun waren es 10. Also die ersten 100 hatte ich schon untersucht. Nun wollt ihr bei uns jetzt beginnen? Es sei denn, ihr habt eine wichtige Besprechung, dann kann ich das natürlich verschieben. Ich wollte nur die Meldung kurz einmal machen. Nein, bitte doch, Heuschrecken im Ohr, das möchte ja wirklich niemand. Schaut, etwas... Nun. Außerdem seid ihr uns stets willkommen. Also gut, dann redet ruhig weiter, lasst euch nicht unterbrechen. Jaland kommt gerade mit einem Becher voller Milch wieder rein, den er dem letzten lebenden Ziegenbock auf dem ganzen Schiff abgerungen hat. Aber mir sucht der Mann in deinem Ohr nach Basparanya? Nein, nach Heuschrecken. Ihr seid der Nächste. Nach Heuschrecken? Sollen die denn hergekommen sein? Nun, bei 10 Seeleuten wurden die Eier festgestellt, die abgelegt wurden, ihren Gehör gingen anscheinend. Boltax, du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Ja, alles klar. Ich setze mich auf meinen Stuhl wieder. Bei welchen denn? Nun, Mannschaftsmitglieder, vor allem bei den Piraten, aber auch bei 2 Dukatengardisten, die ebenso über Kopfschmerzen klagten. Die schlafen nicht mal nah beieinander. Nein. Hm. Die sind auch sonst nicht nah beieinander. Seltsam. Die letzten Heuschrecken, die ich gesehen hatte, waren nun einige, was war das, kurz hinter Brabak. Den genauen Ort kenne ich nicht natürlich, weil ich unter Deck war und die Karten dazu nicht gesehen habe. Aber nachdem wir Brabak angelegt hatten, war doch dort dieser Heuschreckenschwarm. Ja, bei Portstörrebrand, oder? Der Schwarm. Ja, aber das ist doch jetzt auch schon fast wieder eine Woche her. Ja, vielleicht liegt es an diesem dämonischen Regen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es die gleiche Art ist. Damit kenne ich mich nicht aus. Wie gesagt, Hesinde Bewanderter wäre dann... Na gut, Neitja könnte ich auch nochmal fragen. Die ist natürlich auch pro Präzeptorin, aber... Kanisetian hatte ich zumindest darauf angesprochen. Und er sagt, es handelt sich aber um die Eier oder die Ablage von Heuschrecken, ja. Er war nicht überrascht. Ja, weil ich es ihm gesagt habe. Ah, seht. Ah. Meister Abel, mir gibt mal bitte die Pinzette dort. Hier. Danke. Boltax, ihr habt hier etwas. Ja, dann raus damit. Einen weiteren W6 Schadenspunkte. Ja. Und mit einem ekelhaft lauten Fiepen und Kratzen in deinem Ohr könnt ihr anderen erkennen, wie aus dem Gehörgang von Boltax eine Gottesanbeterin herauskriecht, die dann... in der Mitte durch die Pinzette zerteilt wird und dann in den auf den Tisch wurzelt, wo Boltax eben gesessen hat. Das ist keine Heuschrecke. Nein, das sieht nicht wie eine Heuschrecke aus. Das ist ja widerlich. Das kam aus deinem Ohr, Boltax. Ja, ich weiß. Jetzt regt euch mal ab. Nun, Ich lasse euch gleich eine Salbe und etwas Ohrentropfen bringen. Ich gucke mir vorher noch die anderen an. Moment. Ja. Ist ja widerlich. Aber sagt, ist das... Haltet einmal still zu, Lamin. Ja, das Lamin passiert schon mal. Auf einer Dschungelexpedition. Ab und zu hat man halt mal was im Ohr. Ich sehe mir das an. Ist das eine auf Maraskan heimische Art? Tykuna. Jetzt kommt der.
Ach, ich bin flott. Nur ich guck mir die auch mal okay, an. Es ist eine Gottesanbeterin. Da bin ich. Da bin ich das doch. Ist eine für dich ist es sogar eine Heuschrecke. Ja, es ist übrigens eine Preisanbeterin. Ja. Ist sie magisch? Achso, du hast einen Odem gewürfelt. Ja. Wie gut ist der gelungen? 23? Ja, dämonisch. Nun, wie ich sagte, sie ist nicht auf natürlichem Weg entstanden. Nein, eure Ohren sind frei. Na gut, dann Diamantis. Rasha, sei Dank. Ja, bitte. Und wenn ihr irgendwas findet, zieht das doch nur möglichst raus. Ich will das gar nicht erst sehen. Dämonischen Ursprungs, so viel steht fest. Ja, währenddessen wird Etilius Reihe um Reihe gehen. Es dauert ungefähr 5 Minuten und nur Boltax hatte diese ekelhaft widerliche Gottesanbeterin in seinem Ohr, die ja, das ist eine Miniaturausgabe, aber sie hat perfekt eben in sein Ohr gepasst und dort dann vielleicht zu früh gewirkt. Vielleicht kam Etilius einfach zu früh, als dass sie dort noch mehr Schaden angerichtet hat, aber sie war auf alle Fälle geschlüpft. Ich hätte einfach zu viel Ohrenschmalz, die wäre da nie durchgekommen. Mhm. Wundert mich gar nicht, du hast ja dauernd deine Ohren an irgendeinem Stück Holz oder so. Bitte ja, natürlich. Man muss doch auch den Willen Sumus mitbekommen. Wenn ein Gott dir seinen Willen nicht offenbart, vielleicht ist er es dann nicht wert, dass du ihm Folge leistest. Bin hart am Überlegen, ob ich ja dann pste. Aber ich mach's nicht. Versuch doch immer näher zu kommen. Los, do it, do it! Das letzte Mal hast du mirakeln müssen. Ja, und diesmal bin ich auch bereit wieder zu mirakeln. Ich baller alles Kammer raus, was ich hab, wenn's sein muss. Ich baller alle ASP raus, die ich habe. Mit der Zwingen. Aber nein, ich mach's nicht. Nun, der Ursprung dieser Heuschrecke liegt in der Domäne des großen Täuschers. Der oh. Wie nun bitte? Der Gegenspieler von Helsinde. Ah. Das kommt hey, Moment einmal. Unerwartet? Das, also ich kenne mich jetzt nicht gut mit Dämonen und den Erzdämonen aus, aber das verwundert mich nun auch. Müsste es nicht in der Gegendomäne von Ranja? Ebenso. Ja. Ja, also das ist mir aber so noch nie untergekommen. Was hat der denn mit Heuschrecken zu tun? Aber der Erzdämon des Verrats wurde meine Heuschrecke in deinem Ohr abgelegt. Und wie kam sie dahin? Geht einen Schritt zurück? Und diese Art ist aber auch eine andere. Also Heuschrecken hatten wir in unseren Segeln. Das ist jetzt allerdings eine Preios-Anbeterin. Verzeiht. Nun, wir sollten sie wohl nicht so nennen. Ist sie denn... Ist, ja schon, ja. Ist sie denn merkwürdig, real? Wenn der eigene Gott irgendwie mit Dämonen zu tun hat, nicht wahr, Yalan? Schon merkwürdig. Halt dich da vielleicht lieber an, Rafim. Vielleicht solltet ihr ihn nicht mehr anbeten. Ja, was soll das denn heißen? Nichts. Hasswolf! Ja, du hörst es irgendwie von über dir klopfen, als ob irgendjemand stark mit dem Holzbein auftockt. Ich richte den Kopf zur Decke. Ich brauche ein Fass Weihwasser! Besorg dir selbst eins. Wozu bist du eigentlich Bordkaplan? Es dauert ein bisschen und dann hörst du, wie irgendeine Flüssigkeit über dir runterläuft. Ich rücke aus dem Weg. Es riecht streng. Ja. Dann hörst du es lachen. Captain, ich muss euch darüber informieren, dass euer Bordkaplan gerade in eure Kajüte gepisst hat. Ja, Lan, du hast die Mannschaft wirklich gut im Griff. Ich bin immer wieder beeindruckt. Halt's Maul. Nun, das ist nicht unser Problem jetzt. Sehe ich ihn. Dieses Rätsel gilt zu lösen. Komm, ich mirake mehr. Okay, ja. Bitte. Mach mal. Aber hallo. Weißt du, was ich PvP. Ja. 5 plus 5 sind 10, sind 22. MR zählt als eine Eigenschaft, deswegen kriegst du da nicht plus 5 right. drauf. Right, goddammit. Plus 3 oder plus 2. Das sind nur 3 und... Das sind, was, Drittel und Hälfte? Drittel und 2? Zumindest so, ist es für den Mirakel plus. Hälfte und 2 oder um 3, ich weiß es nicht. Kannst erst es mal ist auf keinen nehmen. Fall statisch um 3.
Okay, also dann Hälfte um zwei. Hälfte um zwei. Ah, das reicht nicht. Dann hat er, ich glaube, fünf über, drei oder so. Ich glaube, er hat drei über. Zieht euch bitte beide ASP und Karma. Ja. Weil mit Jokes das ist nur ein ASP, werden. Alles gut. Es sind nur 5 Punkte Karma, alles wow, gut. Das kannst du echt lange machen, Voltax. Ja, aber ich mach's ja nur für ganz kurz. Er kann es aber nur so lange machen, wie ich anfange, ihm aufs Maul zu hauen. Ja, ich will ja nur damit nur ein Zeichen setzen. Ich lasse das so, sagen wir 10 Sekunden. Ich setze dann mit der Gestik meiner eisernen Hand ein Zeichen, indem ich einen speziellen Finger hochschraube. Ich sage derweil zu den anderen, diese Ruhe genießt ihr es nicht auch. Könnten wir diesen Unsinn lassen? Nun, ich wollte gerade sagen, also ich habe mal eure Ohren angeguckt und man sollte nicht darüber spaßen, dass man nicht sprechen oder hören kann. Gerade ihr, Boltax. Ah ja. Gut. Ich lasse es wieder fallen. Ich dachte, ihr werdet vernünftig. Aber dann lasse ich euch wieder hier und werde mich dann der Untersuchung der nächsten Mannschaftsmitglieder widmen. Hoffen wir, dass da nur Eier drin sind, wenn überhaupt. Etilios, tut mir doch den Gefallen und wenn ihr Tekala seht, dass ihr auch direkt in seine Ohren mitschaut. Ja, dann mache ich den als nächstes. Ich weiß nicht genau, ob der oben gerade rumturnt, aber ich gucke ihn mir an. Ja, denkt auch an die tierischen Begleiter, also Mira. Ja, die habe ich auf dem Oberdeck gesehen. Ja, lasst euch nicht beißen. Ich wollte gerade sagen, kann man da einfach so rangehen oder muss ich sie irgendwie mit Fleisch anfüttern? Oh. Na, ich weiß... Wie gern habt ihr eure Hände? Vielleicht solltet ihr ihn einfach begleiten bei eurem Haustier. Wie gerne habt ihr einen Heiler ohne Hände? Naja, quasi das eigentlich ganz entspannt. Na, aber heilen kann ich dann trotzdem nicht mehr. Meine Hände brauche ich schon. Ja, ich komme ja schon mit. Danke. Ihr solltet da vielleicht auch mal in die Ohren der Trollzacker scheinen, obwohl ich nicht weiß, ob das so eine einfache Angelegenheit ist. Ja, da sollte ich vielleicht auch mitkommen. Das ist nicht falsch. Ja, na gut. Dann kommt mal mit. Ja, dann kann auch wieder sprechen. Er tut's aber jetzt aus Prinzip nicht. Ich schweige nicht, weil du das willst, sondern weil ich es will. Der Boron gefällig. Ich roll mal diese halbe Gottesanbieterin hin und her. Ach, noch ein Rätsel zu lösen gilt. Es ist wirklich merkwürdig, nicht wahr? Es ist fast... als hätte der Spiegelmacher mitgehört, was ihr gesagt habt, und das real werden lassen. Nur, warum nur Boltax? Wer weiß. Vielleicht bin ich die illustreste Gestalt hier in der Runde. Nun, es war Boltax Idee, dass das die Ursache sein könnte. Aber es sind ja auch Mannschaftsmitglieder betroffen, also ist das, denke ich, nicht die Erklärung. Oje, ich habe doch aber keinen minderen Pakt mit ihm, oder? Boltax' Idee war doch vor allem, dass es Heuschrecken sind und nicht... Kann das vielleicht... Anbieterin. Das ist wahr. ...der Magiergrafen sein. War er nicht mit dem Spiegelmacher im Bunde? Das ist wahr. Aber es ist nun doch schon eine Zeit lang her, dass wir ihn zurückgelassen haben. Und wenn ihr euch erinnert, ist dieses Geschöpf nicht vom Spiegelmacher gesandt. Ja. Doch, das Was auch. Meint ihr? Das sagte Abel mir doch gerade. Richtig. Stopp, Frage aus dem Off. Abel mir hat Dings gesagt. Amazon. Der große Teufel, ja. Hast du nicht Travias Widersacher gesagt? Nein, die sind dann gesagt. Ja. Da bin ich der Einzige, der Travia gehört hat. Ja, offensichtlich. Ja. Dann bist du der Einzige. Okay. Also, das sagt ihr Sinde, aber. Gut, also, okay, dann Verrat. Verrat obliegt ja beiden. Text. Verrat obliegt ja beiden, das ist ja schon richtig. Er macht es trotzdem anders. Ja. Also man sollte vermuten, dass das eher so ein Anti-Zar-Ding wäre und nicht ein Anti-Hirsinde. Aber was mir in den Kopf kommt, ist, dass wir Edas doch auch diesen Dämon gefunden haben, der seine Gestalt wandeln konnte. Vielleicht ist ein solcher ja sogar unter uns, unter der Mannschaft. Ihr meint ein Künstlinger? Das war der Name, ich erinnere mich. Nun, wir haben diesen Speziellen nicht wiedergefunden, aber ich wüsste nicht, wie er mit uns an Bord gekommen sein könnte. Ich versichere euch, wenn dies ein Kitzlinger gewesen wäre, hättet ihr es gemerkt. Mutlich. Naja. Außerdem dafür ja das Fass Weihwasser. Bis auf Rafim vielleicht. Der hat schon einen mit seinen bloßen Händen kaputt gehauen, nicht wahr?
Also sollen wir jetzt jeden Mannschaftsmitglied einmal ins Fass Weihwasser tauchen? Ich dachte eher, dass wir jedem Mannschaftsmitglied, wenn Hasdorf endlich dazu kommt, seine Arbeit zu machen, einen Löffel Weihwasser in die Ohren gießen. Das ist auch effektiv. Eine gute Idee. Und wissen die Götter, ein Großteil der Mannschaft kann es sowieso mal vertragen, die Ohren durchgewaschen zu bekommen. Vielleicht hören sie dann auch besser, rufe ich zur Decke. Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich soll hier so ein Fass abgeben, hat der Kaplan gesagt. Wenn es voller Pisse ist, werfe ich ihn von Bord. Wenn es voller Pisse ist, werfe ich ihn von Bord. Ich schwöre bei allen zwölf Gittern. Wenn es voller Pisse ist, werfe ich ihn von Bord. Ich hab da nicht reingepinkelt. Bitte nicht umbringen. Bringt das her und holt einen Lappen und wischt das hier weg. Bitte nicht umbringen. Also die Soße pfütze wahrscheinlich. Ist das Pinkel? Ja, wischt das weg. Habt ihr das gemacht? Nein. Ihr sollt das wegwischen und keine dummen Fragen stellen. Ich hole einen Lappen. Bitte nicht töten. Ja, ich schaue sehr langsam und sehr vorsichtig in dieses Fass rein. Es ist ein klares Fass. Am besten fangen wir bei Baltax an. Nur für den Fall der Fälle. Ich würde meinen Kopf einfach einmal komplett reintauchen. Na, dann wissen wir, dass Baltax nichts mit Dämonen zu tun hat. Nun gut, Abelmir, Diamantis, komm am besten mit, wir organisieren das, wir gehen am besten die Messe einer nach den anderen durch. Keine Panik verbreiten und ihr kümmert euch um den Rest, ja? So können wir gleichzeitig die Mannschaft auszählen, dann wissen wir, wen wir im Sturm verloren haben. Also, das ist eine gute Idee. Soll ich zusätzlich noch einen Odem wirken, während ihr die Mannschaft antreten lasst? Nun, ich dachte, wie gesagt, dass wir eine Messe nach der anderen antreten lassen, damit es keine allzu großen Störungen im Betrieb gibt. Aber tu dir keinen Zwang an. Nun, wenn ihr sie antreten lasst, kann ich einmal drüber schauen. Machen wir es relativ kurz. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, aber ansonsten, wir lassen die alle antreten nacheinander. Jeder bekommt einen Löffel Wasser in jedes Ohr und dann darf er sich wieder rausklopfen und gehen. Ja. Wie viele Messen sind das insgesamt? Vier. Ja, okay. Dann die ganze Prozedur wird grob eine Stunde dauern. Dann würfel ich. Auch, oder? Also vier oder im Sichtbereich. Zeit lassen. Eins. Ja, also wir machen das, glaube ich, erst bei den Matrosen und dann gehen wir halt unter Deck. Also ein Deck weiter runter und machen es bei den Infanteristen und dann haben wir es ja. Ja, währenddessen haben wir unser kleines Buch drauf, wo sich jeder eingeschrieben hat. Und dann streichen wir noch die Namen weg von den Leuten, die nicht auftauchen oder die nicht mehr gefunden werden. Was ist mit den Offizieren? Machen wir das bei denen auch? Ja. Also ich meine jetzt hier unter Schiffsmager etc. Da werde ich keinen Odem würfeln. Aus ersichtlichen Gründen. Das ist klar. Ah nee, ich meine jetzt aber mit dem geweihten Wasser. Bei Wasser würde ich sagen jeder. Ja klar. Ich meine, es ist ja halt, es ist keine große Zumutung. Es ist nicht so, als würden wir sie nehmen und das ganze Fass tauchen. Ja, machen wir es kurz. Ihr werdet weder beim Odem etwas finden. Boltax findet heraus, dass wohl einer der Schiffskoches, Legion Spinola, ein Viertelmarkus ist. Mhm. Und sein Hühnchen auch. Du bist ja nicht ganz sicher, das Hühnchen leuchtet. Und ansonsten nichts magisch oder Dämonenpaktierer oder sowas wirst du nichts finden. Und auch jeder, den ihr in das Salzwasser tunkt oder dem ihr es zu trinken gebt oder einsegnet, wird auch nichts passieren. Die Trollzacker beschweren sich natürlich, dass es nass ist, aber ansonsten ist nichts. Das mit dem Stunde, anderthalb später steht ja dann wieder in der Kajüte. Captain, keine weiteren Vorfälle unter der Mannschaft. Wir scheinen Glück gehabt zu haben. Jalan hat sehr gute Arbeit geleistet. Und ich muss melden, unser Koch und sein Hühnchen sind magisch. Okay. Also er scheint ein Viertelzauberer zu sein. Und das Hühnchen hat auch geleuchtet. Ein magisches Hühnchen? Hast du dich da nicht vielleicht verguckt, Boltax? Nein, ich habe sehr darauf geachtet. Dann ist das vielleicht gar kein Huhn, sondern ich weiß nicht, was könnte es sonst sein? Naja. Nein. Ist das irgendwas, worum wir uns Sorgen machen müssten? Nicht zwangsläufig. Es gibt Tiere, die haben gewisse Fähigkeiten. Zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an die Hexe, die wir getroffen haben mit dem Aal? Was macht es? War es nicht ein Lachs? Ja, stimmt, es war ein Lachs. Warum merke ich mir solche Dinge? Genau dieser Lachs, der war auch magisch. Nun, es liegt einfach daran,
dass wenn man eine gewisse Beziehung zu einem Tier aufbaut und sich diese über lange Zeit festigt und man nun einer gewissen Repräsentation angehört, kann es durchaus dazu kommen, dass Tier entweder von vornherein magische Kräfte hatte, die es dann zeigt, oder irgendetwas anderes passiert, was ich auch nicht so genau verstanden habe. Nun, mir war es nicht bewusst, dass ein Viertelzauberer so etwas kann, eine Bindung mit einem Tier einzugehen. Mir auch nicht. Er ist so etwas wie eine Hexe? Ja, vielleicht. Hexen an Bord bringen nur Ärger und Unglück. Das sagt man auch über Zwerge und wir wissen ja, dass das gelogen ist. Nun, ich möchte meinen, seit wir in See gestochen sind, hatten wir unseren Anteil an Ärger und Unglück, oder? Nun schieben wir das nicht unbedingt Boldachs in die Schuhe. Nicht nur zumindest. Ich trage keine Schuhe, wie ihr wisst. Also könnt ihr mir auch nichts hineinschieben. Es ist ein menschliches Sprichwort. Wir kommen bald in Senora an. Wenn die Herren irgendwelche Pläne für Landgänger haben, empfehle ich, sie zu streichen. Nein. Wieso auch? Na, nur die übliche Auffüllung unserer Vorräte. Genau, kümmere du dich am besten darum. Aber mir, ich werde sehen, dass wir einige Handwerker angeheuert kriegen. Und einen neuen Obermast bekommen. Na gut. Das kann trotzdem mal bis 2 Tage dauern. Behalten wir trotzdem diesen Koch im Auge. Ja, ich behalte das Hühnchen im Auge. Und den Koch? Das Hühnchen interessiert mich nicht. Und beide laufen irgendwie immer am selben Fleck herum. In der Tat. Ja, aber ich kann euch alle beruhigen. Das, worum wir uns alle Sorgen gemacht haben, ist nicht eingetreten. Mira geht es gut. Und geht immerhin. Heiler auch gut? Noch? Ja, warum nicht? Ihr das Wasser in die Ohren einzuflößen, war ein Krampf. Zum Glück war Rafim da. Oh, sie hat sich ganz toll angestellt. Das könntet ihr mich vermutlich mittlerweile Jalan kein Hand nennen. Und das machen wir nun auch nicht. Und ich hätte sie auch einfach, bezaubern können. Ja, aber das machen wir doch nicht unter Freunden. Das ist richtig. Sowas machen wir nicht. Eben, Mira ist ein kluges Mädchen und man kann ihr so etwas schon erklären. Ich denke auch. Und sie hat ja auch nur 2-mal versucht, mich zu beißen. Das ist ja viel besser als sonst.